Es ist die politische Herausforderung der Gegenwart. Wie können Gesellschaft und Wirtschaft klimaneutral gestaltet werden, um so den Klimawandel abzumildern? Darüber diskutieren am Dienstag in der Jugendkirche Hannover VertreterInnen aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Im Fokus der Veranstaltung steht dabei die Frage, wie Wissenschaft, Politik und Wirtschaft ineinandergreifen müssen, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Christina von Haaren, Professorin und Vizepräsidentin für Internationales und Nachhaltigkeit an der Leibniz-Universität Hannover, zum Zusammenwirken von Politik und Wissenschaft. Die Wissenschaft macht Vorschläge, wie zum Beispiel die landbürtigen Treibhausgasemissionen reduziert werden können und kann auch Vorschläge zu Maßnahmen machen, zu Kosten und so weiter und so fort. Die Politik hat die schwierige Aufgabe, dieses zu kommunizieren und auch gleichzeitig Lösungen zu finden, die tragfähig sind, sodass sie auch die Wiederwahl dann sozusagen überstehen. Aber auch unterschiedliche Positionen werden am Dienstagabend deutlich. So kritisieren etwa die AktivistInnen von Fridays for Future das Ende 2020 verabschiedete niedersächsische Klimagesetz. Also ich habe mir das niedersächsische Klimagesetz auf jeden Fall durchgelesen und angeschaut, aber bin nicht sehr überzeugt davon. Erstmal sind die Ziele komplett falsch oder ja, auf jeden Fall viel zu spät. Die Maßnahmen sind nicht konkret genug. Und es sind sehr viele leere Phrasen, die nur zeigen sollen, ja, Niedersachsen ist Klimaschutzland Nummer eins, aber richtige Handlungen folgen dem Ganzen dann im Endeffekt eben doch nicht. Aber die Politik bewegt sich. Denn auch Landesumweltminister Olaf Lies sieht Nachbesserungsbedarf beim Klimaschutz des Landes. Unser Klimagesetz stammt ja noch in der Zeit vor der Novelle des Klimagesetzes auf der Bundesebene. Also es fängt schon damit an, dass wir 2050 klimaneutral sein wollen. Das reicht ja nicht mehr aus. Also wir müssen schneller werden. Wir wollen 2040 schon mal energieneutral in Niedersachsen sein. Vielleicht gelingt es sogar Niedersachsen mutig, auch 2040 klimaneutral als Forderung aufzustellen. Das wird aber noch ein erheblicher Diskurs sein. Dabei stellt der Minister auch konkrete Vorschläge für mehr Klimaschutz in Aussicht. Wir müssen Dinge ändern dafür. Also Photovoltaik verpflichtend auf die Dächer. Im ÖPNV-Bereich ein echter Takt, der auch im ländlichen Raum eine Alternative ist. Eine Vorreiterrolle bei den landeseigenen Immobilien, die wir Wärme sanieren müssen und mit Photovoltaik besetzen müssen. Unsere eigenen Flächen, die wir als Moore haben, stärker in den Klimaschutz einbinden. Also wir müssen werden auch konsequenter und konkreter mit der Novelle des Klimagesetzes werden. Und sie wird sich damit auch erheblich unterscheiden vom jetzigen. Die AktivistInnen von Fridays for Future begrüßen einen schärferen Klimaschutz, wiederholen aber ihre Forderungen an die Politik. Also ich stehe generell zur Verschärfung des Klimaschutzgesetzes auf jeden Fall sehr positiv gegenüber. Auch Photovoltaik sehen wir ganz klar, die erneuerbaren Energien müssen viel weiter ausgebaut werden. Die Geschwindigkeit muss erhöht werden, es müssen 150 mal mehr Photovoltaikanlagen generell gebaut werden. Wir müssen natürlich aufpassen, dass das Ganze sozial gerecht bleibt, also dass wir da eben Lösungen finden, mit denen die Gesellschaft konform geht und mit denen wir aber trotzdem eben die notwendigen Ziele erreichen können. Die Debatte um mehr Klimaschutz, so zeigt es der Dienstagabend, ist auch in Hannover in vollem Gange.